Hallöchen und einen zauberhaften guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, es ist genauso traumhaft schönes Wetter wie bei euch. Bei mir. Ich versuche es zum dritten Mal. Hallöchen und einen zauberhaften guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, es ist genauso schönes Wetter bei euch wie bei mir. Wir haben 30 Grad, strahlend blauer Himmel und ich liebe es. Ich musste allerdings die Markise ein kleines Stückchen runter machen, dass ich auch ein bisschen was sehe. Das kann natürlich für euch ein bisschen heißen, dass es nicht ganz so schönes Licht ist, aber ich hoffe, es funktioniert so. Meine Haare habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen zusammengetüttelt, denn ich drehe zwar jetzt ein Video, gehe danach aber schleunigst in den Garten und genieße genauso das schöne Wetter wie ihr. Und ja, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Das habe ich so noch nicht gedreht und ich habe es, glaube ich, auch noch nicht so gesehen. Ich zeige euch Produkte, die ich liebe und gleichzeitig auch hasse. Obwohl hasse ein sehr, sehr böses Wort ist, finde ich, ganz ehrlich. Ich benutze die Produkte sehr, sehr gerne. Ich habe so ein paar Sachen rausgefunden, wie ich sie einfach benutzen kann und aufbrauchen kann und ohne, dass sie halt in der Ecke liegen. Aber ich zeige euch gleich genau, was ich meine und ich würde sagen, viel Spaß im Video und los geht's. Der Ausschnitt ist mega groß, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist halt leider so. Aber es ist, wie es ist. Meine Blumen da hinten gehen auch langsam flöten und da hinten liegen Sachen fürs Frauenhaus. Ich spende nämlich meine Klamotten immer. Deswegen achtet bitte nicht darauf, dass ihr hier und da etwas seht, was vielleicht nicht so in den Hintergrund gehört. So, wir starten mit einer Mascara, mit meiner, glaube ich, teuersten Mascara seit ewig langer Zeit. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal die MAC Mascara immer gerne geholt. Die hat so ein ganz kleines Bürstchen, fand ich super, aber irgendwann habe ich mir gedacht, Sandra, warum so viel Geld ausgeben für eine Mascara? Du hast so einen Verschleiß. Also außer jetzt trage ich mal ganz, ganz wenig Mascara, wirklich bloß eine Schicht. Ich habe mir jetzt auch mal eine braune wieder zur Abwechslung bestellt, weil ich das auch immer ganz gerne mag. Ja, jedenfalls zurück zu dieser Mascara. Das ist die Unique Moonstruck Epic Mascara 4D. Und es gibt ja auch die 3D Unique Mascara oder die Fiber. Schlag mich tot, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist das eine Mascara, die hat, glaube ich, 30 Euro gekostet und da haben mir schon die Ohren geschlackert. Und ich habe aber Bilder gesehen, Vorher-Nachher-Effekte und fand die eigentlich ganz interessant und dachte mir, Sandra, probierst du sie mal aus. Es ist allerdings so, dass mich diese Mascara nicht vom Hocker haut. Sie macht ein wirklich schönes Ergebnis. Ich bin aber der Typ, der nicht so mega krass anspruchsvoll ist, was Mascaras betrifft. Ich komme super gut mit Essence-Mascaras, mit L'Oreal-Mascaras, mit Schlag mich tot. Ich liebe alle Mascaras. Ich kann euch wirklich selten sagen, welche ich mega krass gut finde. Ich habe dann mal so Mascaras, die ich super gut in Kombination finde. Dann benutze ich die, bis sie alle sind und dann probiere ich mich wieder aus und finde ein anderes gut. Ein anderes Produkt gut. Also von daher ist das sehr, sehr schwierig bei mir. Und deswegen ist es auch schwieriger für so eine teure Mascara, mich natürlich umzuhauen, mich zu flashen und überhaupt, weil ich einfach... Ich bin nicht so, wie gesagt, ich bin nicht so anspruchsvoll und bin halt auch eher der Typ für Essence-Mascaras. Und dann so eine Mascara, war schwierig. Ich mag sie, ich benutze sie, aber tendenziell greife ich eher weniger zu ihr. Obwohl ich es eigentlich machen müsste, weil sie so schweineteuer war. Aber naja gut, guckt euch das Bürstchen an. Da hängen halt diese Fasern scheinbar schon dran, was so einen richtig krassen Augenausschlag zaubern soll. Wie gesagt, ich würde sie mir kein zweites Mal kaufen. Ach so, kleiner Disclaimer. Das hat jetzt auch nichts mit jeweiligen Produkten, also nicht mit jeweiligen Marken oder so zu tun. Das ist jetzt auch kein Hate an die oder die Firma. Ich liebe alle Firmen, die ich euch jetzt zeige, sonst würde ich sie mir nicht kaufen und auch nicht benutzen. Es gibt halt so ein, zwei Produkte, die ich nicht gerne mag. Und sollten die Produkte bei euch funktionieren, freue ich mich natürlich des Todes, aber bei mir funktionieren sie leider nicht. Also... Sie funktionieren, aber es haut mich einfach nicht vom Hocker. So wie diese Mascara. Sie ist teuer, sie hat ein relativ normales Bürstchen, sie hat jetzt diese Fasern mit dran, was halt einen mega krassen Aufschwung zaubern soll, kriege ich aber mit jeder anderen Mascara aus dem Drogeriebereich auch hin. Von daher würde ich sie mir definitiv kein zweites Mal kaufen. Ich muss sie mir allerdings weiter nach vorne holen. Ich habe sie auch schon auf dem Schminktisch positioniert. Es ist allerdings so, dass ich, wie gesagt, eher selten dazu greife. Schade, 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 aber sie reißt mich einfach wirklich nicht um. Dann ein Augenbrauengel, welches ich euch in meinem, ich weiß gar nicht, in welchem Video es war. Ich glaube, es war in einem DM-Haul, kann das sein? Da habe ich euch gesagt, dass ich mir dieses Produkt gekauft habe. Aufgebraucht war das, glaube ich. Genau, da habe ich euch das auch nochmal gezeigt. Kann ich euch hier oben verlinken. Und euch ebenfalls gesagt, dass es ja
der Nachfolger ist von diesem Produkt. Trend It Up hat es ja rausgenommen, das Augenbrauengel, und hat es wieder reingenommen, aber verändert. Es ist so, dass das Bürstchen mini-makromäßig klein ist, was ich nicht schlimm finde. Eher, was ich sehr, sehr schlimm finde, ist, dass da so ultra viel Produkt einfach am Bürstchen hängt und natürlich dieses Produkt auch tendenziell dann an meinen Augenbrauen hängt. Und das finde ich ein bisschen unschön, muss ich sagen. Es dauert einfach ewig, bis dieses Produkt abgetragen ist. Es ist ja so, ich habe dieses ganze Produkt am Wimpernbürstchen, also am Spoolie, am Bürstchen, am Augenbrauenbürstchen. Und gebe mir das immer wieder hier oben an die Öffnung des Tiegelchens einfach wieder ran. Und jedes Mal, wenn ich wieder reintunke, hängt es natürlich irgendwann wieder mit dran. Das heißt, es kann einfach super langsam leer werden. Und das finde ich einfach schade, dass an so einem kleinen, mickrigen, kleinen Bürstchen so mega viel Produkt hängt. Das finde ich schade. Gefällt mir nicht so gut. Ich mochte das Augenbrauengel von Trend It Up so gerne. Ich liebte es über alles. Aber dieses nachgemachte, dieses 2.0 Augenbrauengel gefällt mir leider gar nicht. Naja, egal. Dann eine Sache. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr, sagen wir mal, ihr benutzt Sachen von XY, also Primer, Foundation, Setting Spray und es funktioniert einfach 1A. Ihr seht flawless aus, euer Make-up ist 1A und ihr seid verliebt in euch. Und dann gibt es so Sachen, ihr benutzt ein Primer von X und ein Make-up von Y und ein Setting Spray von Z und es funktioniert einfach nicht. Und genauso ist es hier. Ich liebe die Too Faced Produkte, aber gerade so diese Reihe von Hangover, das ist jetzt der Primer. Wie ihr seht, es ist noch super, super viel drin, es ist super, super ergiebig. Allerdings ist es leider so, dass dieser Primer nicht bei mir in Kombination mit anderen Produkten funktioniert. Es funktioniert wirklich nur, wenn ich die komplette Reihe von Too Faced benutze. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass es Produkte gibt, die nur in Kombination mit sich selber sozusagen funktionieren. Also benutze ich den Primer, benutze ich eine von Too Faced Foundation und das dazugehörige Setting Spray. Sieht einfach mega flawless aus. Mache ich es aber so, wie ich es im Normalfall mache, also einen Primer, so wie den, dann die The Ordinary Foundation, das passt schon irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich liebe ja die The Ordinary Foundation und benutze sie in der Regel jeden Tag, außer bei so einem Wetter, bei 30 Grad benutze ich einfach nur eine getönte Tagescreme. Aber irgendwie mag dieser Primer nur Gleichgesinntes, nur gleichgesinnte Produkte. Bisschen schade für so ein teures Produkt. Es ist auch kein silikonhaltiger Primer. Das mag ich allerdings gar nicht mehr. Ich mag lieber was, was mir Feuchtigkeit spendet. Und das ist mit Kokosnusswasser und das polstert das Gesicht so ein bisschen auf. Also es macht es praller und schöner und einfach Feuchtigkeit gespendet. Ja, irgendwie so. Aber es funktioniert halt wirklich nur mit Gleichgesinnten. Ja. Dann ein Produkt, welches ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist das von Pixi, den On The Glow. Das ist ein Moisturizer Stick. Ein Multi-Use Feuchtigkeitsstick. Und hier hinten steht drauf, travel-friendly use on face, lips, body und hair. Also das heißt, man könnte ihn rein theoretisch für Gesicht, Lippen, Body und Haare benutzen. Für Haare habe ich ihn jetzt noch nicht benutzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ihn fürs Face benutzt, aber nicht, also fürs Gesicht, aber nicht für den Körper und für die Lippen. Und für die Lippen liebe ich es. Es ist für mich so ein bisschen meine Abendroutine geworden. Ich benutze es auf den Lippen, aber auch wirklich nirgendwo anders. Und das spendet meinen Lippen Feuchtigkeit. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, meine Abendroutine. Einfach, wenn ich mich komplett abgeschminkt habe, Feuchtigkeit auf dem Gesicht habe, dann gebe ich mir das auf die Lippen und liebe es. Ich finde es allerdings so ein bisschen kurios, dass es für Face, Body, Hair und Lips sein kann.
Ist immer so ein bisschen zwiegespaltend. Ich habe von dem Teil, ich habe es mir wirklich großflächig ins Gesicht gegeben. Es macht einen richtig krassen Glow. Es ist wirklich mega gut. Und ich wünschte, ich würde es vertragen, aber ich vertrage es leider nicht. Ich kriege davon richtige schöne Pickelchen. Und das ist auch der Grund, ich habe euch das in meinem letzten Weg-Vlog mal gezeigt. Da hatte ich hier so eine richtig schöne Pickelfront. Das war so ein kleiner Ausschlag und das war davon. Das habe ich nämlich dann immer jeden Abend immer schön benutzt und meine Abendroutine eingesetzt. Es ist ja so, dass ich die Haut natürlich auch an neue Produkte erstmal gewöhnen muss. Aber sowas schreckt mich natürlich dann erstmal ab. Wenn ich nach der zweiten Anwendung schon so eine riesen Pickelfront kriege, das finde ich nicht ganz so cool. Deswegen habe ich es abgesetzt und gebe es mir einfach großflächig auf die Lippen und das finde ich gut. Aber fürs Gesicht funktioniert es für mich nicht. Ich könnte es mir noch in die Haare klatschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es fertig wird. Also das ist wirklich was die Haare schön fertig macht. Aber wie soll ich es mir denn aufgeben? Dann drehe ich es raus, also es ist wie so ein Deo-Roller. Drehe ich es raus und dann gebe ich es mir einfach in die Haare. Ich könnte es heute Abend mal versuchen, aber dann finde ich es ein bisschen eklig, dass ich es mir dann wieder auf die Lippen gebe. Wisst ihr, wie ich meine? Also das finde ich auch ein bisschen zwiegespalten. Aber auf den Lippen funktioniert es, aber im Gesicht leider nicht. Aber ich müsste es euch mal zeigen, wie, vielleicht zeige ich euch das mal auf den Wangen oder so. Weil das ist wirklich ein richtig schöner Glow. Also es ist wirklich schön. Ich liebe die Pixi-Produkte, aber wir kommen gleich mal zu den nächsten Pixi-Produkten. Und zwar habe ich hier zwei Setting Sprays. Das ist einmal das Rose Glow Mist, das ist das, und einmal das Make-up Fixing Mist. Aber ich kann euch mal erstmal nochmal den Roller zeigen. Das ist der. Ja, und das ist halt wirklich wie so ein richtig stinknormaler Deo-Roller einfach, ne? Also wenn ich ihn jetzt natürlich nur für die Lippen benutze, dann dauert es ewig, bis ich ihn leer habe. Ewig und 3 Tage. So, zu diesen Produkten. Einmal das Glow Mist. Es ist so, dass man die Produkte vor und auch nachher benutzen kann. Also bevor ihr euer Make-up macht, um einfach Feuchtigkeit zu spenden. Ich muss mal gucken, ob ich auch keinen Mist erzähle. Ja, Before, After Make-up und Anytime. Also überall, wenn du es einfach benötigst. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich es einfach ins Kühlschrank, wenn ich es in den Kühlschrank gebe, dass es auch einen schönen Glow macht. Es macht auch einen schönen Glow. Das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich muss mal gucken, ob es in den anderen auch so ist. Nein, ist es nicht und das hasse ich. Passt auf, es ist so, dieses Make-up-Fixing-Mist. Ich habe mir das mal aufgegeben und ich liebe es ja. Ich glaube, ich hatte es euch mal hatte ich euch das in einem Favoritenvideo erzählt? Kann sein, ich weiß es nicht genau. Dieses Make-up-Setting-Spray, es ist einfach schön. Dieser Sprühnebel ist schön, es ist nicht so... Piu, bam. Ich kenne das von dem Fix Plus von MAC. Das kommt ja ziemlich stark raus. Es ist nichts, was sanft und dosiert einfach rauskommt. Das hingegen ist einfach so. Es kommt einfach ganz angenehm, ganz leicht und richtig, richtig schön einfach fürs Gesicht, auf dein Gesicht. Aber ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann. Irgendwas stimmt hier mit dieser Düse nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist das Rose Glow Mist with 7 Oils, Flower Oils. Und das kommt so raus. Kann man es sehen? Nein, man kann es nicht sehen. Es ist einfach so, dass es gefühlt 3 Strahlen hat, wo es rausgeschossen kommt. Also es hat einen Strahl, der nach geradeaus geht. Einen, der nach oben geht und einen geradeaus, einen nach rechts und einen nach links. Genauso ist es. Und das ist sowas von unangenehm, dieses... Es geht einfach überall und nirgends hin, aber nicht dosiert und auch nicht schön, sondern es ist einfach... Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Ist egal. Ich kann es euch nicht einfangen, das ist das Problem. Das kommt richtig schön, man kann es richtig schön dosieren. Ich könnte es mir jetzt ins Gesicht geben und es wäre schön und erfrischend. Aber das... Warum ist denn das so? Was ist denn da mit der Düse? Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, da hat sich irgendwas verhakt oder so. Ich mag beide Düfte der Sprays super, super gerne. Und ich finde, das ist ein schönes Produkt. Sowohl das eine als auch das andere. Aber mich stört einfach dieser Sprühstoß, dieser Applikator. Es ist einfach so, es geht in alle Richtungen und auch nicht schön und angenehm, sondern einfach so... Piu. Und... Aber das weiß ich jetzt auch nicht so genau, ob es an dem Spray liegt. Aber es hat halt meine... also es ist ja so, ich gebe mir was... Also meistens eine... Also
Ich gebe mir immer eine Feuchtigkeitspflege auf und manchmal einen Primer, aber wirklich ganz, ganz selten. Und dann halt mein Make-up, meine Foundation sozusagen, mein Concealer, die Puderprodukte und dann gebe ich mir ja irgendwas auf, um dass das so ein bisschen miteinander verschmilzt. Aber bei diesem Produkt, kann am Sprühnebel liegen, weiß ich aber nicht, war es so, dass es mein Produkt einfach super abgetragen hat. Ich sah danach aus, ich hatte morgens, als ich Frühschicht hatte, das heißt, ich habe mich um 5 Uhr geschminkt. Ich habe das aufgegeben, weil ich dachte, Sandra, du brauchst jetzt so ein bisschen Glow und einfach ein schönes Endergebnis. Und ich sah danach aus, ich dürfte mich um 5.20 Uhr nochmal abschminken. Das war scheiße. Das habe ich kein zweites Mal gemacht. Das heißt, ich habe dieses Produkt seitdem eher selten benutzt. Und nachdem das so rauskam, habe ich es sowieso nicht mehr benutzt. Aber ich dachte mir, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Aber dieser Sprühnebel, es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es die Düse ist oder ob es immer so ist. Aber mir ist am Anfang nicht so aufgefallen. Deswegen benutze ich jetzt eher das. Ich liebe es. Also eigentlich müsste ich wirklich in den Kühlschrank machen und dann benutzen. Dann habe ich einen Lippenstift oder einen Liquid Lipstick, wo die Farben wirklich wunderschön sind. Das ist jetzt nur ein Produkt, den ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das L'Oreal Ultra Matte Le Chocolate. Das ist so, dass sie wirklich eine super schöne Farbrange haben. Das ist jetzt ein toller Herbstton, finde ich. So ein schönes Braun. Und schönes, sattes Braun. Die Lippenstifte sind ultra deckend, ziehen sehr schön und schnell ein, kleben nicht und haben kein unangenehmes Gefühl. Aber L'Oreal, was sind denn das für Düfte? Das ist kein angenehmer Schokoladenduft, das ist kein angenehmer Kakao, das ist kein Latte. Das ist einfach super gekünstelt in 10-, 100-facher oder was weiß ich für einer Ausführung. Das geht einfach gar nicht. Das ist der einzige Grund, weswegen ich diese Produkte nicht benutze. Ich kann das nicht leiden, ich mag das nicht, mir wird davon wirklich schlecht. Ich bin super empfindlich, was Gerüche betrifft. Und das jetzt schon, und ich bin nicht schwanger oder so, aber ich bin super empfindlich, was das betrifft. Ich mag es nicht, Gerüche in meiner Nase zu haben, die ich auf meinem Gesicht, auf meinen Lippen oder sonst irgendwo platziere. Für mich müssen sie einfach immer neutral sein oder wenigstens so ein bisschen neutral. Einfach einen angenehmen Geruch, aber das geht gar nicht. Da wollten sie, das, also für mich geht das gar nicht. Das ist, hat nichts mit lecker oder schön oder sonst irgendwas zu tun. Aber es gibt ja diese, wer hat denn das, dass das auch so nach Schokolade riecht? Ist das Too Faced? Kann sein, ne? Dass Too Faced auch so eine Dinger hat, die nach Schokolade riechen. Aber das geht gar nicht. Denn eine Palette, die ich eine Zeit lang wirklich super gerne benutzt habe. Und zwar ist das die Palette von Kiso. Das ist die in Kooperation mit Makeup Revolution. Und die Farben sind ja sehr schön. Aber was mich immer wieder abschreckt, diese Palette zu benutzen, ist einfach mega krass, dieser Flashback. Es ist einfach dieser Flashback, heißt das so? Nee, wie heißt denn das? Kickback. Es ist einfach so, dass diese Farben ultra krass, es tut mir wirklich in der Seele leid, weil ich Kiso über alles mag. Ich gucke super gerne ihre Storys. Ich bin verliebt in ihren kleinen Babybauch und ihre Babystory. Aber diese Palette kann ich wirklich sehr selten benutzen. Wenn ich da mit einem Pinsel reingehe, bröckelt es und krümelt es und es krümelt in die anderen Farben. Das finde ich gerade wirklich super unschön, wenn ich so eine dunkle Farbe benutze, wie hier Vampire oder Clumsy und die dann nebenan in diese Farbe reinbröckelt wie Cookie Duff. Es ist ja so, dass natürlich Sachen, Farben, die super krass pigmentiert sind, auch immer eine relativ hohe Chance haben, dass sie krümeln. Aber das ist so eine Farbpalette, die ich dann sehr ungern benutze, weil es ist einfach... Könnt ihr es an dem Spiegel sehen? Selbst da... Es ist natürlich... Es ist alles meine persönliche Meinung und das ist natürlich jetzt mein eigener Geschmack, aber... Das finde ich echt unschön. Unschön. Ja, und man sieht auch, dass in dem Highlighter selbst schon Farben sind von den anderen Farben. Also, dass es schon darüber gebröckelt ist. Und es ist ja so, dass andere YouTuber oder andere Leute, die Paletten machen, ebenfalls Paletten hinkriegen, die auch ein schönes Augen-Make-up zaubern, aber die nicht so ein krasses
bröckeliges Ergebnis in den Paletten haben. Es tut mir wirklich in der Seele leid, das zu sagen, aber es ist leider meine persönliche Meinung. Und deswegen greife ich wirklich sehr, sehr selten zu dieser Palette. Man muss ja sagen, dass mittlerweile diese Farben, da hat ja Kiso wirklich ins Schwarze getroffen, weil diese Farben ja jetzt mittlerweile überall zu sehen sind. Also so ein Senfgelb und so ein, oder so ein Rose Gold sieht man in ganz, ganz vielen Paletten mittlerweile. Und da war Kiso natürlich eine der ersten, die das rausgebracht haben. Aber dass es so bröckelt und immer wieder so ein Kickback hat, stört mich persönlich total. Eine Sache, die ich euch nicht mehr zeigen kann, aber die ich euch gerne einblenden möchte, ist ein Wimpernserum, welches ich super, super lange benutzt habe, wo ich aber extreme allergische Reaktionen bekommen habe. Dieses Wimpernserum habe ich weggegeben. Und nachdem ich es weggegeben habe, habe ich in Instagram ganz, ganz viele Stories gesehen. Also jetzt nicht hunderte oder so, aber so fünf Mädels, die ebenfalls dieses Wimpernserum benutzt haben. Und ebenfalls ein brennendes, juckendes Auge hatten. Dieses Wimpernserum hat mir wunderschöne lange Wimpern verpasst. Wirklich unendlich schön. Aber es ist natürlich so, dass man abwägen muss, ob man lange Wimpern haben möchte und dafür einen unangenehmen Schmerz. Es war so, ich habe mir dieses Wimpernserum aufgetragen, immer wieder abends, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe und dachte immer, es liege daran, dass ich vielleicht noch irgendwelche Produkte im Gesicht hatte, also Augen-Make-up-Entferner oder so, dass ich das nicht richtig runtergenommen habe und dass es deswegen gebrannt hat. Aber es hat in jeglicher Position, in jeglichen Varianten gebrannt, sowohl als ich ungeschminkt war, als ich geschminkt war, also als ich mich gerade abgeschminkt habe. Ich habe es mir selber gekauft bei Amazon. Ich muss mir mal wirklich die Rezensionen durchlesen, ob das noch mehr haben. Und ich habe das auch nur empfohlen bekommen, habe mir deswegen es gekauft und fand es wirklich gut. Also es macht einen schönen Effekt und auch schnell, fand ich persönlich. Aber das riskiere ich natürlich jetzt nicht, dass ich mir jetzt jedes Mal irgendwas aufgebe, was ich nicht vertrage, nur um dass ich lange Wimpern habe. Keine Ahnung, es ist ja auch so, dass manche von Revitalish eine Sehstörung oder so bekommen haben. Kann ja alles sein, deswegen wollte ich es nicht riskieren. Aber wie schon mal erwähnt, ist das alles meine persönliche Meinung, aber das wollte ich euch auf jeden Fall noch erzählen. Ich habe es einer Freundin gegeben, weil sie ein Wimpernserum ausprobieren wollte. Ich habe ihr aber, ehrlicherweise, ich habe ihr wirklich gesagt, dass ich es nicht vertragen habe und ich es ihr geben würde, sie kann es ausprobieren und sie probiert es aus. Und wenn sie es nicht verträgt, habe ich gesagt, so ist es 1:1 in die Tonne klopfen. Ja. Und dann habe ich erst die Stories gesehen, dass ein paar Leute das auch nicht vertragen haben. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch einen Selbstbräuner-Handschuh zeigen. Ich habe zwei und zwar immer diesen, das ist der von Loving Tan. Und dann habe ich diesen und das ist der von Saint-Tropez. Ultra dünn und eigentlich, naja, ein bisschen mickelig und ja, was soll ich sagen, dafür, dass der Saint-Tropez so mega teuer ist, finde ich, hätte man einen vernünftigen Handschuh mit dazu machen können. Es ist jetzt so, dass der Handschuh noch gar nicht so alt ist, also deutlich jünger als dieser Handschuh. Der ist bestimmt, lass mich nicht lügen, aber bestimmt schon 3 Jahre alt, bestimmt. Und der, wann habe ich mir den Saint-Tropez gekauft? Zu Weihnachten oder so. Also mit irgendeinem Gutschein. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Also lass es ein halbes, dreiviertel Jahr alt sein. Jetzt ist es mittlerweile so, dass er an manchen Stellen schon Löcher hat. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es macht, aber ich wasche natürlich meine Handschuhe. Also ich schmeiße sie in die 60-Grad-Wäsche mit rein, damit die auch wieder so aussehen, wie sie aussehen. Und das mache ich natürlich nach jeder Handhabung. Also jede Woche, wenn ich mir den Selbstbräuner aufgebe, gebe ich ihn danach in die Wäsche und wasche ihn aus. Bei diesem ist es so, er ist ultra weich, ultra flauschig, aber er schluckt so mega viel Produkt. So mega viel. Und das ist mir allen Ernstes erst aufgefallen, nachdem der weg war. Also ich habe ihn nicht mehr gefunden im Wäschekorb, im Schrank. Nirgendwo habe ich ihn gefunden. Da habe ich dieses Krüppelding rausgekramt, weil ich ja wusste, dass ich den noch habe, der aber nicht so mega stabil mehr ist, weil er an manchen Stellen einfach schon kleine Löcher hat, wo einfach der Selbstbräuner schon durchläuft. Habe ich aber gesagt, ich benutze es trotzdem. Ich habe ihn benutzt. Ich habe ihn aufgegeben und ich war noch nie so einheitlich braun und auch schön braun. Also es ist so, dass ich ja nur den Medium zurzeit benutze und der hatte noch nie so eine schöne Farbe und Farbabgabe, nenne ich es einfach mal, wie mit diesem Handschuh. Also keine Ahnung, dieses Teil frisst einfach so mega viel Produkt. Er ist schön weich und er sieht toll aus und überhaupt. Aber es ist mir nie aufgefallen, weil ich ja immer kontinuierlich den von Loving Tan benutze.
Aber ich habe mir jetzt einen neuen bestellt, und zwar so einen habe ich mir jetzt nochmal neu bestellt, einen dünnen, weil ich dachte, wenn der so cool ist, kann der ja nur einfach gut sein. Das heißt, in der nächsten DM-Bestellung, das ist jetzt nicht der von Saint-Tropez, aber von St. Moritz, habe ich einfach nochmal so einen bestellt, weil ich dachte, der kann nur gut sein. Und dann benutze ich den. Fragt nicht, wie ich den selbst vorher aufgetragen habe, denn wie gesagt, in allen möglichen Löchern, in allen möglichen Ecken steckt irgendwo ein Loch. Das heißt, es hingen mir überall kleine Selbstfreunder-Pünktchen an den Händen und an den Fingern, bis mir irgendwann dann einfiel, ja, sag mal, du hättest dir ja auch einen Einmalhandschuh drunter anziehen können. Habe ich aber nicht gemacht. Das heißt, dieses Ding wird erstmal weiter weglanden, irgendwo im Schränkchen. Wenn der Selbstbräunerhandschuh von St. Moritz da ist, benutze ich den. Also nicht immer ist alles, was teuer ist, mega gut, weil der ist wahrscheinlich um Längen teurer. Also ich weiß es nicht, der ist 3 Jahre alt. Ich müsste mal gucken, wie viel der kostet. Aber dass der so mega viel Produkt schluckt, hätte ich nie gedacht. Ich werde, wenn der neue da ist, den auf jeden Fall wegschmeißen. Ich hätte ihn eher benutzen sollen und nicht so lange im Schrank lassen sollen. Aber er hat halt wirklich nicht lange gehalten. Dafür, dass er jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr alt ist und schon an manchen Stellen Löcher hat, ist es natürlich auch eine Sache für sich. Und ich glaube nicht, dass es den Handschuh mit zum Selbstbräuner dazu gab. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich werde euch berichten, ob der andere von St. Moritz genauso gut ist. Aber wirklich. Also, wenn ich dann mal da mit dem auftrage, Alter, dann bin ich braun, als wäre ich 2 Wochen auf Ibiza gewesen. Wahrscheinlich. Mädels, jetzt habe ich 23 Minuten gequatscht. Das läuft ja wieder wunderbar. Ich habe so gute Laune. Ich werde jetzt wirklich mich immer abschminken und dann gehe ich raus und gehe in den Garten. Und werde wahrscheinlich meinen Laptop mitnehmen und das Video gleich schneiden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr mögt und gleichzeitig auch hasst. Es ist ja nicht so, dass ich die Produkte gar nicht mehr benutze, sondern ich benutze sie ja. Aber es sind so kleine Tops und Flops gleichzeitig. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen traumhaftschönen Tag. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Ich verlinke euch meine letzten beiden Videos hier und meinen Kanal könnt ihr gerne hier abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.